Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und Ihnen einen guten Morgen wünschen. Ich bin nicht der Bürgermeister von Graz, leider, sondern ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier heute den Platz des Herrn Bürgermeisters kurzfristig und nur vorübergehend, Herr Stadtrat, einnehmen darf. Herr Radonowitsch, bitte. Aber ich habe die ausdrückliche Genehmigung des Herrn Stadtrates bekommen, von hier aus zu sprechen. Ich darf Ihnen einen schönen guten Morgen wünschen und bedanke mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich möchte vielleicht einleitend ganz kurz sagen, das Institut der Regionen Europas ist ein Institut, das seinen Hauptzweck darin sieht, eine Plattform für die Regionen und für die Städte und Gemeinden Europas zu sein. Und in diesem Sinne sind wir tätig. Und ich freue mich, dass ich Sie im Namen dieses Instituts, im Namen meines Vorstandskollegen, der gerade von den Fotografen verdeckt ist, Dr. Helmut Falschlehner, und im Namen der beiden Beiratsmitglieder, Dr. Bernd Petrisch und Dr. Andreas Hopf, recht herzlich begrüßen. Mein kleines Team ist auch anwesend unter der Führung unseres Generalsekretärs Dr. Joachim Fritz. Und wir freuen uns, dass wir schon vor längerer Zeit gemeinsam mit der Stadt Graz die Frage diskutieren konnten der Durchführung einer solchen Veranstaltung, einer Veranstaltung zum Thema Integration. Aus dem einfachen Grund, weil die Integration von Einwanderern ein Thema ist, das nicht nur unsere nationalen Regierungen zu interessieren hat, sondern dass vor allem jene Ebenen im Staat zu interessieren hat, wo dann die konkrete Umsetzung der Integration unserer Einwandererinnen und Einwanderer stattfinden muss. Und das sind nun einmal in Österreich, sage ich mal, die Bundesländer, in Deutschland auch, das sind die Städte, das sind die Gemeinden. Dort muss die Integration ganz konkret stattfinden. Und wir haben gesagt, das ist natürlich insgesamt daher ein interessantes Thema für Regionen und Städte. Und es hat sofort auch der Herr Staatssekretär Kurz, unser Integrationsstaatssekretär, sein großes Interesse angemeldet. Und daher sind die wesentlichen Mitveranstalter dieser Konferenz eben das Staatssekretariat für Integration, die Stadt Graz. Und das darf ich auch gleich sagen, wir haben einen sehr verständnisvollen und unterstützenden Partner, Herr Radonowitsch, in der Erste Stiftung gefunden, die uns für diese Veranstaltung auch sehr positiv unterstützt hat. Ich möchte mich dafür bei allen sehr herzlich bedanken, die hier mitgewirkt haben. Jetzt für die gelernten Österreicher sage ich nichts Neues. Für alle jene, die nicht aus Österreich sind, muss ich das sagen. Die Deutschen werden das verstehen. Wir sind in einer Situation im Moment in Österreich, wo wir keine sozusagen eine Übergangsregierung haben, so wie das in Deutschland ja jetzt auch eine Zeit lang der Fall gewesen ist. Die Deutschen sind uns voraus. Sie haben ihre Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung bereits abgeschlossen. Bei uns ist das noch nicht so weit. Warum sage ich das? Weil sich das auch ganz konkret auf die Zusammensetzung unserer Referenten heute auswirkt. Das Erste ist, dass der Staatssekretär für Integration Kurz leider aufgrund dieser intensiv laufenden Verhandlungen, weil wir wollen ja schauen, dass wir endlich auch so weit kommen, wie das in Deutschland schon der Fall ist. Er ist in den Verhandlungskomitees in Wien dabei und musste sich daher entschuldigen für heute und hat uns eine Videobotschaft zugeschickt. Und das Zweite ist, derjenige, der uns von Anfang an wirklich mit großem Interesse, mit großer Unterstützung begleitet hat, nämlich der Herr Bürgermeister Nagel, er kann leider oder überhaupt nichts dafür. Heute ist eine ganz entscheidende Verhandlung des Städtebundes
Bundes mit der Bundesregierung über die künftige Finanzierung unserer Städte und Kommunen. Und da ist es natürlich klar, dass der Bürgermeister einer Stadt wie Graz dabei sein muss, weil es geht ja auch um sein Geld bzw. das Geld der Stadt Graz. Und er ist daher heute sehr bald in der Früh schon sozusagen abberufen worden, nach Wien zu fahren, und lässt sich daher vielmals entschuldigen. Aber ich freue mich sehr, die darf ihn besonders herzlich begrüßen, dass der Stadtrat Detlef Eiselsberg heute bei uns ist. Und er ist ja der eigentlich zuständige, Ressortzuständige in der Stadtregierung von Graz für die Integration. Also ich danke dir sehr, dass du, Herr Stadtrat, zu uns gekommen bist. Meine Damen und Herren, ich würde vorschlagen, wenn das technisch möglich ist, ich weiß nicht, wer für die Technik zuständig ist, dass wir vielleicht jetzt ganz kurz uns die Videobotschaft des Staatssekretärs anschauen, und dann darf ich noch ein paar Sätze dazu fortsetzen. Bitte, ist das möglich? Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann leider persönlich heute nicht dabei sein bei dieser Fachkonferenz zum Thema Integrationspolitik auf regionaler und kommunaler Ebene. Ich möchte aber trotzdem die Möglichkeit nutzen, Ihnen alles, alles Gute für die Konferenz zu wünschen und mich auch bedanken, dass die Themen angesprochen werden. Wir sind uns nämlich im Staatssekretariat für Integration sehr wohl bewusst, dass die Integration zwar auf Bundesebene eine gewisse Strategie und einen Rahmen bekommen kann, dass sie aber eigentlich immer vor Ort gelebt werden muss. Die Frage des Spracherwerbs, die Frage des Einsatzbringen, also Einstieg in den Arbeitsmarkt oder auch ins ehrenamtliche Engagement, und auch die gesamte Frage, wie wir miteinander umgehen, all das spielt sich vor Ort ab. Wir sind der Meinung, das Ziel jeder guten Integrationspolitik muss das schnellstmögliche Erlernen der deutschen Sprache in Österreich sein. Es braucht einen schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt und im Idealfall auch ins ehrenamtliche Engagement. Und es braucht eine gewisse Wertebasis, also einen Grundrespekt vor dem, was uns in Österreich ausmacht. Dafür setzen wir uns im Staatssekretariat ein, und das muss natürlich alles vor Ort stattfinden. Insofern wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und eine erfolgreiche Konferenz. Vielen Dank. Es gibt zwar noch nicht die Fähigkeit der Politiker der Bilokation, also an zwei Orten gleichzeitig zu sein, aber zumindest den Eindruck kann man vermitteln, indem es heute die technischen Möglichkeiten einer Videobotschaft in diesem Sinne gibt. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für Ihr Kommen, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, und ich freue mich vor allem, dass wir doch aus mehreren Ländern Teilnehmer an dieser Konferenz haben. Wir haben Teilnehmer aus Deutschland, wir haben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, immer dazu gesagt, aus der Schweiz, aus Kroatien. Ich freue mich, dass der Präsident der Region Šibenik-Knin, Herr Pauk, heute zu uns gekommen ist. Es sind Vertreter aus Serbien da, aus der Vojvodina. Ich freue mich, Vertreter aus Bosnien-Herzegowina bei uns begrüßen zu können. Was Österreich betrifft, sind wir vertreten, sind mehrere Bundesländer bei uns vertreten. Gestern habe ich Sie nicht erwähnt, die Niederösterreicher, herzlich willkommen, dass Sie da sind natürlich auch. Und viele Organisationen, NGOs, ich halte das für sehr wichtig, und ich freue mich auch, dass unser Programm, das wir ausgeschickt haben, dass das auf entsprechendes Interesse gestoßen ist. Ich möchte mich generell bedanken bei allen Referentinnen und Referenten, die heute tätig sind. Es ist tatsächlich so, dass wir versucht haben, eine breite Palette von Referentinnen und Referenten aus den verschiedensten regionalen Bereichen, kommunalen Bereichen zu bekommen, auch von der europäischen Ebene. Ich werde dann darauf noch zurückkommen. Und das ist deshalb so wichtig, weil für das Institut der Regionen Europas es immer eine ganz besondere Bedeutung hat, dass wir vor allem Best
Practice-Beispiele präsentieren. Natürlich ist es wichtig, sich mit den Themen auch mehr oder weniger theoretisch zu befassen. Das ist oft und wiederholt auch passiert und muss auch immer wieder passieren. Aber ich glaube, ganz wichtig ist und wovon man, das hat sich bei unseren Veranstaltungen immer wieder herausgestellt, wovon man am meisten profitiert, ist, dass man sieht und hört, was passiert in anderen Regionen, was passiert in anderen Städten, wie gehen die das Thema an, wie lösen sie die Probleme. Es ist ja tatsächlich so, dass nicht immer jeder die Welt neu erfinden muss, sondern man soll sich von anderen gute Beispiele mitnehmen und sie dann bestmöglich auf die eigenen Verhältnisse adaptieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und das ist auch gerade beim Thema der Integration, glaube ich, von besonderer Bedeutung. Für die erste Runde sozusagen haben wir ein hochkarätiges Podium zusammenstellen dürfen. Die anderen Arbeitsgruppen und Arbeitskreise und die Keynote-Speaker und so weiter werden dann die jeweiligen Moderatoren, und den Moderatoren möchte ich auch jetzt schon sehr herzlich danken, dass sie diese oftmals nicht ganz einfache Aufgabe übernommen haben. Ich darf vorstellen und darf rechts von mir beginnen, Herrn Dr. Andreas Kiefer. Dr. Andreas Kiefer, muss ich dazu sagen, ist mir schon sehr viele, viele Jahre bekannt. Wir haben sehr viel gemeinsam europapolitisch gemacht, schon in meiner Zeit als Landeshauptmann, wo er mir immer treu und mit großer, großer Sachkenntnis als Chef des Salzburger Europaabteilung zur Verfügung gestanden ist und wir viel auch in Brüssel gemeinsam tätig gewesen sind. Und er hat dann einen ganz wesentlichen und großen Sprung gemacht als Generalsekretär des Kongresses der Regionen und Städte des Europarates, und er sitzt jetzt in Straßburg, und ich muss sagen, bin sehr stolz darauf, und wir dürfen das alle sein, dass ein Österreicher eine solche wichtige Funktion innehat. Er hat auch sehr viel publiziert über das Thema Regionen, Regionalismus, und er hat sich auch in das Thema Integration entsprechend eingearbeitet. Es liegt auch, glaube ich, in den Unterlagen eine sehr gute Zusammenstellung zum Thema Integration vor. Also freue mich, lieber Andreas, dass du auch heute dabei bist. Ich darf dann in der Reihe weitergehen und Herrn Dirk Fassbender bei uns ganz herzlich begrüßen. Er ist der stellvertretende Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, also mit Sitz in Wien. Auch wir haben schon sehr viel, darf ich sagen, und sehr gut immer kooperiert mit der ständigen Vertretung. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Vertretungen der Europäischen Kommission in den Mitgliedstaaten auch sehr aktiv sind. Und das kann man wirklich von der Vertretung hier in Wien auch sagen. Und ich danke Ihnen sehr, nicht nur, dass Sie heute da sind, sondern dass wir immer auf Verständnis stoßen und dass wir immer eine sehr gute Kooperation haben. Ja, den Herrn Stadtrat Eisel-Eiselsberg, Stadtrat hier in Graz, habe ich schon erwähnt. Lieber Herr Stadtrat, du bist zuständig für die Fragen der Integration, und wir sind natürlich auch schon sehr gespannt, was in Graz alles passiert, und hoffe, dass dann einige auch gute Beispiele entsprechend mitnehmen können. Danke dir sehr für das Mitmachen. Herr Radonovic, Philipp Radonovic ist Projektmanager in der Erste Stiftung, und er ist zuständig für den Programmbereich Europa. Ich darf dazu sagen, wenn Sie, kann das wirklich nur empfehlen, die Homepage der Erste Stiftung sich anschauen, welche Aktivitäten dort gesetzt werden, selbst, aber auch unterstützt und gefördert werden, dann kann man nur sagen, das ist eine ganz großartige Einrichtung, und danke sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und Sie sind ja selbst, wenn ich das so sagen darf, ein sehr gutes Beispiel einer hervorragenden Integration. Herr Radonovic ist
geborener Montenegriner, hat in Wien studiert und hat interessanterweise seine Dissertation über deutsche Sprachphilosophie, ist das so richtig, geschrieben. Also das ist schon ein Thema, das nicht ganz einfach ist, auch für einen muttersprachlichen Deutschen nicht ganz einfach ist, aber er hat das in bravouröser Weise hier gemacht. Und jetzt last but not least darf ich Herrn Dr. Walter Kindermann recht herzlich begrüßen, Leiter der Integrationsabteilung Ministerium Justiz für Integration und Europa in Wiesbaden in Hessen. Herr Dr. Kindermann, vielen Dank auch, dass Sie zu uns kommen. Ich weiß, dass in Hessen sehr viel auch Positives passiert, was die Integration betrifft. Und wir sind natürlich schon sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Wobei ich dazu sage, das, was ich gerade gesagt habe über die Bildung einer neuen Regierung, das gilt für Hessen ja genauso, denn dort wird gerade auch verhandelt über eine neue Regierung, wobei das sehr spannend und möglicherweise auch in eine spannende Richtung gehen wird. Also Berlin ist auch noch nicht fertig. Berlin ist auch noch nicht fertig, ja. Also wir haben, aber ich sage jetzt einmal, die Integration muss trotzdem weitergehen und ich bin auch überzeugt, dass sie trotzdem positiv weitergehen kann. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt inhaltlich, nachdem ich ja kein Experte bin, sondern mehr zum Zuhören hierher gekommen bin, nur ein paar Dinge sagen. Die Bandbreite der Beurteilung der Integration ist ja eine sehr große. Wir wissen das alle selber. Wir haben in den großen Monopolen, in den großen Städten das Problem, dass dort sozusagen die Integration in vielen Bereichen als ein großes Problem dargestellt wird, dass auch die Vorbehalte dort relativ groß sind, weil halt der Großteil der Zuwanderer in die großen Städte und ihre Vororte geht. Tatsächlich auch mit gewissen Auswirkungen, über die man diskutieren sollte. Das ist die eine Seite. Vorurteile, Skepsis, kritisches Betrachten der Situation. Auf der anderen Seite sehen wir oftmals in kleinen Gemeinden die Situation so, dass wenn dann zum Beispiel Asylanten aufgefordert werden, wieder in ihre Heimat zurückzukehren und gezwungen werden, mehr oder weniger zurückzukehren, dass dort oftmals ein ganzer Ort aufsteht, weil in der Zwischenzeit die Integration dieser Einwanderer so weit fortgeschritten ist, dass sie wirklich wie in die Gemeindefamilie aufgenommen werden. Das ist die gegenteilige Position und ein kleiner Ort oft sagt, ja, die sind bestens integriert, die Kinder gehen mit unseren Kindern bestens befreundet in die Schule und so weiter und so fort. Also in dieser Bandbreite spielt sich letztendlich die Diskussion ab. Es bleibt aber immer dabei, die konkrete Umsetzung der Integration erfolgt im Wesentlichen auf der kommunalen Ebene, sei es in großen Städten, sei es in kleinen Gemeinden. Die Rahmenbedingungen werden von den nationalen Regierungen festgelegt und daher ist natürlich das Thema an sich eine große Herausforderung für die Regionen, Bundesländer und auch für die Städte und Gemeinden. Was ich nur sagen wollte, ist, wir sollten uns grundsätzlich bemühen, das Thema wegzubringen von der ausschließlichen Betrachtungsweise als Problem. Das heißt, weg von der Problemstrategie dorthin, dass wir sehen, dass in dem Thema bzw. in der Einwanderung auch ein großes positives Potenzial steckt. Das ist einfach eine grundsätzliche Betrachtungsweise. Das ist dieses alte Beispiel mit das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Man kann es als Problem sehen und gedrückt durch die Welt gehen und sagen, wie werden wir dieses Problem lösen? Oder man kann es als Chance und als Potenzial sehen und sagen, wie nützen wir die Tatsache, dass es Einwanderer gibt, wie nützen wir das am besten für uns, aber auch natürlich für die Betroffenen selber. Das Zweite, was ich sagen wollte, es hat überhaupt keinen Sinn und ist
ganz konkret kontraproduktiv, wenn man hergeht und sagt, das Thema gibt es bei uns nicht. Und wir stellen uns dem Thema nicht. Ich sage das jetzt einmal ganz ungeschützt hinein, dass es so viele populistische Auseinandersetzungen mit diesem Thema gibt. Das liegt in meinen Augen ganz wesentlich daran, dass diejenigen, die an sich positiv zum Thema stehen, dass die die Augen zumachen und sagen, es darf das Problem oder dieses Thema nicht geben und wir stellen uns dem Thema nicht. Wir tun so, wie wenn eh alles in Ordnung wäre. Und ich glaube, dass das falsch ist. Das heißt, sich dem Thema positiv stellen ist das Entscheidende. Und ein weiterer Punkt, den ich noch einleitend sagen wollte, ist, und das ist einer, der in den Hirnen zu passieren hat, wir müssen versuchen, den Menschen, wir müssen versuchen, eine positive Willkommenskultur zu schaffen. Das hängt ja damit zusammen, ob ich ein Problem sehe, ein Problem ist nie was besonders Sympathisches, oder ob ich eine Chance sehe. Und dann kann ich auch sagen, ich heiße die Menschen, die zu uns kommen, willkommen oder eben nicht wirklich. Und wir können, und das sage ich jetzt auch ganz klar, der Politiker ist natürlich sehr stark darauf angewiesen, dass er die Unterstützung auch der Menschen hat. Und wenn die Menschen skeptisch sind, dann wird es sich schwer tun, ein Thema durchzutragen. Wenn es aber gelingt, sozusagen das Ganze positiver zu besetzen und eine Willkommenskultur zu schaffen, dann wird sich auch der Politiker in der Umsetzung seiner Maßnahmen wesentlich leichter tun. Zwei Themen, die uns in diesem Zusammenhang auch zu befassen haben. Das eine ist, und ich bin ja gespannt, da wird sicherlich der eine oder andere oder die eine oder andere auch darauf eingehen. Das eine ist, welche Auswirkungen hat die Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise auf die Integrationspolitik? Auch da kann man die Augen nicht zumachen. Überall werden Sparprogramme ausgerufen. Das ist auch ein Thema, das natürlich sich auf alle Bereiche, auch auf die Integrationspolitik auswirkt. Und das zweite wichtige Thema ist die demografische Entwicklung und die Integrationspolitik. Ich meine, das sind zwei Themen, die wir uns auch vornehmen sollten und über die wir diskutieren sollten. Damit, meine Damen und Herren, bin ich schon am Ende meiner Einleitung, aber mir ist es wirklich ein Herzensanliegen gewesen, mich bei allen zu bedanken, die mitgewirkt haben, dass wir die Veranstaltung vorbereiten konnten und die dabei mitwirken, dass wir sie, davon bin ich überzeugt, auch erfolgreich durchführen und zu Ende führen können. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen und ich möchte jetzt in Vertretung des Herrn Bürgermeisters Nagel den Herrn Stadtrat Eisel-Eiselsberg bitten um seine Worte. Bitte sehr.